Willkommen zu Sanctum Sanctorum Advents Extravaganz, der großen Rückschau auf 23 Jahre Weihnachtskarten. Hallo und willkommen zur Sanctum Sanctorum Advents Extravaganz. Es ist jedes Jahr Ende Oktober, Anfang November das Gleiche. Ich sehe mich im Bann einer Tradition, die ich zugegebenermaßen selbst angefangen habe. Es gilt, eine Weihnachtskarte zu gestalten, die wir dann im Namen meiner Familie hinausschicken an Verwandte, an Freunde, an Kunden, an Kollegen. Und es ist immer wieder ein Kampf, eine Idee zu erarbeiten und entsprechend die Zeichnung dann fertig zu machen, wobei das Geringere ist. Entscheidend ist immer die Idee. Und jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt gehe ich zurück in mein Archiv und schaue mir mal so durch, was habe ich denn eigentlich alles vorher gemacht, wo können wir weiter hingehen dieses Jahr, wo ist der zündende Funke. Naja, und wenn ich mir das so angucke, fällt mir auf, es hat sich eine ganze Menge angesammelt. Und ich dachte mir, dieses Jahr wäre es doch vielleicht mal ganz schön, hier im Rahmen meiner Sanctum Sanctorum-Reihe reinzuschauen in die jetzt 23 Jahre, die ich eine Weihnachtskarte mache. Es geht los im Jahre 2001 und wir werden über die 4 Adventssonntage verteilt alle Karten von 2001 bis 2023 sehen. Viel Spaß dabei! Und das war's auch schon wieder für diesen Teaser auf unser Advents-Special Sanctum Sanctorum Advents-Extravaganz. Nächsten Sonntag am 1. Advent geht es hier weiter für alle Mitglieder. Für alle, die das Video sehen wollen und noch nicht Mitglieder sind, geht einfach zu steadyhq.com/Eckart-Breitschuh und werdet dort Mitglied und ihr werdet die volle Bandbreite dieses Specials zu genießen bekommen. Es gibt aber noch eine Menge mehr. Es gibt Originale, es gibt Drucke, es gibt natürlich signierte Comics, die ihr zugeschickt bekommt und allerlei Downloads, Insider-Infos. Es gibt zu gucken, zu lesen, zu hören. Ich freue mich auf euch. Bis dann, wir sehen uns.